Ja, mein Name ist Benny Bayer. Mein Name ist Niklas Heimann. Mein Name ist Daniel Grebe. Mein Name ist Marco Bayer. Mein Name ist Marvin Studrucker. Mein Name ist Richie Weber. Ich bin Philipp Zeiger. Mein Name ist Svea Steffen. Mein Name ist Sven Kreier. Mario Neunerbahn 9 zum Gang vom Jan Regensburg. Stefan Kühne. Uwe Atken, wir sind zum ersten Mal auf dem Platz. Die Spieler sind am Ball. Gestern war Laktattest. Die Zusammenstellung der Mannschaft, sind Sie mit dem zufrieden? Ja, richtig zufrieden ist man nie. Ne? Ich hätte ja natürlich gerne auch Messi und Neymar. Okay. Nein, natürlich sind wir zufrieden. Das habe ich ja immer gesagt. Wir haben uns in allen Mannschaftsteilen verstärkt. Wir haben für die Offensive die Spieler auch, die wir haben wollten, damit wir in der Offensive auch mehr Alternativen und mehr Möglichkeiten haben. Im Mittelfeld haben wir entsprechend die Spieler geholt, die wir uns vorstellen, gerade auch im defensiven Mittelfeld und auch in der Innenverteidigung, sodass wir geguckt haben, dass wir auf jeder Position auch gut und doppelt besetzt sind, dass wir die Konkurrenzsituation erhöhen, dass wir auch Möglichkeiten haben, auch in der zweiten Reihe, ja, wo wir noch gar nicht wissen, ob das denn eine zweite Reihe ist, sondern das ist für uns ein Team, eine Mannschaft, die ein Ziel verfolgt. Ja, und wir hoffen, dass das dann dementsprechend auch so umgesetzt wird mit dieser langen Vorbereitungsphase, wo sie sich auch dementsprechend kennenlernen können. Ja, und dann schauen wir das angehen können, was wir vorhaben. Schlechter kann ich mehr werden, ne? Das ist das Wichtigste erstmal hier. Das sind gute Spieler, haben sie, ich schätze sie gut. Ich habe im Fernsehen schon ein paar welche gesehen, im Fernsehen auch. Ich halte viel von den Spielern. Und ich schätze, dass sie oben mitspielen auf alle Fälle. So von dem Namen her hören sie sich sehr gut an und sie sind voller Erwartung. Neugierig? Neugierig auf jeden Fall. Gespannt vor allen Dingen auf die neue Saison. Gut aus den Startlöchern kommen und dann gucken, wer weit nach oben geht. Was erwartet ihr denn? Am besten natürlich Meisterschaft und dann Aufstieg. Zumindest oben mitspielen. Und da sind mehrere vernünftige Typen, auch richtig echte Typen dabei, ne, die auch Verantwortung übernehmen. Da sind mehrere bei, die Verantwortung nehmen können. Würden Sie von einem außergewöhnlichen Umbruch sprechen? Ich glaube, dass es ganz normal ist, ja, dass man auch guckt, welche Möglichkeiten da sind und wie das sportlich ausschaut. Wir haben das ja lange analysiert. Und Trainer und ich haben uns dann Gedanken gemacht, was wir vorhaben, wie wir es vorhaben, haben dementsprechend auch Gespräche geführt und sind froh, dass viele Spieler, die wir uns vorgestellt haben, gewünscht haben, dass wir uns da auch einigen konnten und diese Spieler diesen Weg mitgehen wollen. Insofern sind wir da wirklich sehr zufrieden.